Gestern spät nachts wurden in Hanau 9 Personen mit Migrationshintergrund erschossen. 6 weitere Personen wurden verletzt, davon eine Person schwer. Kurze Zeit später wurde der mutmaßliche Täter zusammen mit seiner Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden, ebenfalls augenscheinlich erschossen. Neben dem mutmaßlichen Täter wurde eine Schusswaffe aufgefunden. Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters hatte er Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen. Deswegen habe ich die Ermittlungen in diesem Fall an mich gezogen, in Absprache mit dem Generalstaatsanwalt aus Frankfurt. Ziel der Ermittlungen, unserer Ermittlungen wird sein, herauszufinden, ob es für diese Anschläge in Hanau Mitwisser oder Unterstützer gab oder gibt.